Raja Lilasana ist die Stellung des königlichen Spielers oder auch die königliche spielerische Haltung. Raja Lilasana ist identisch mit Maharaja Lilasana. Garote beschreibt sie in seinem Encyclopedia of Traditional Asana wie folgt. Beuge ein Knie, zum Beispiel das linke, und gib den linken Fuß an deinen Körper. Dann gib den rechten Fuß vor den linken. Gib dann den rechten Ellbogen auf das rechte Knie und gib die linke Hand auf das linke Knie. Und so bist du in Raja Lilasana, die spielerische Haltung eines Königs. Hintergrund ist, die alten indischen Könige haben viele Stunden Audienz gegeben und haben dort sich viele Beschwerden angehört, haben Urteile gesprochen und anderes. Und natürlich, normalerweise hätten sie kreuzbeinig sitzen müssen. Das konnten aber auch die Könige nicht. Es gab damals keine Thronsessel, wie man es im Westen kannte, sondern die saßen eben auf einem erhöhten Sitz. Und vermutlich werden sie dann, wenn es ein bisschen einfacher wurde, Raja Lilasana angenommen haben. Und so, wenn du mal in längeren Vorträgen bist, im Yoga-Zentrum, kannst du auch ab und zu mal Raja Lilasana einnehmen und dich richtig königlich und spielerisch fühlen.